Hallo, ich werde ganz oft gefragt, Matthias, wer kommt eigentlich zu dir in deine Praxis? Was sind das für Leute? Und ich kann jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber ich kann so ein paar Hinweise geben, weil die Frage ist ja dann mit schon verbunden, kommt das vielleicht auch für mich in Frage? Und die Menschen, die zu mir kommen, das sind alle Altersgruppen und es sind eigentlich so ziemlich alle Gebiete, mit denen ich arbeite. Das geht, fängt an von Beziehungsproblemen in Ehe, in Liebesgeschichten. Es kommen Singles zu mir, die ihr Single-Dasein satt haben. Es kommen zu mir Schüler, die Probleme in der Schule haben. Dann entscheiden das natürlich oft die Eltern, wobei ich immer Wert darauf lege, dass jeder Mensch eigenverantwortlich kommt und wirklich die Veränderung, die er bei mir erzielen kann, weil ich ja mit den Menschen arbeite und diese Veränderung nicht in ihn hineinlege, sondern aus ihm heraus sozusagen wachsen lasse, dass diese Veränderung auch wirklich von ihm gewollt ist, weil sonst macht es natürlich gar keinen Sinn in der Art, wie ich arbeite. Ich will die eigenverantwortliche Persönlichkeit, die sagt, ich möchte in meinem Leben mehr gestalten, sei es, dass ich jetzt mich leichter mit der Schule tue oder dass ich im Leben bestimmte Ziele erreichen möchte. Ja, und dann sitzt natürlich das Thema Beruf. Also es kommen sehr, sehr viele Menschen leider in den letzten Jahren mit Mobbing. Es kommen aber auch Menschen, die zum Beispiel Führungskräfte sind und Schwierigkeiten haben, ihre Mitarbeiter zu motivieren, Menschen, die Teamprobleme haben oder Menschen, die umgekehrt wiederum mit ihrem Chef Probleme haben. Also ganz, ganz vielfältig. Es kommen Sportler, die im Sport Schwierigkeiten haben, weil sie bestimmte Ziele nicht erreichen, weil sie bestimmte Ergebnisse nicht erzielen, bestimmte Techniken nicht beherrschen. Und es kommen Menschen, die als Persönlichkeit erkennen, dass sie irgendwo blockiert sind und in einer Art Stuck State sind, wie wir sagen, also in einer Sackgasse hineingeraten sind und alleine nicht mehr rausfinden. Und meine Aufgabe ist es dann, diesen Menschen sozusagen wie bei einer Landkarte von außen zu schauen, da ist die Sackgasse und da ist der schnellste Weg, wo jemand dorthin im Leben kommt, wo er wirklich hin will, wo wieder viele Möglichkeiten offen sind. Am besten ein Kreisverkehr, wo man in alle Richtungen sein Leben dann wieder frei gestalten kann. Und es gibt eigentlich keine Grenzen. Früher habe ich gedacht, ja, ab einem bestimmten Alter wird es zum Beispiel schwierig. Und vor ein paar Jahren hatte ich eine alte Dame, die saß in einem Seminar an der Volkshochschule und dann hat sie gefragt, ob sie zu mir in die Praxis kommen darf. Habe ich gesagt, ja klar. Und dann saß sie da und dann hat die alte Dame gesagt, ja, Herr Möller, lohnt sich das in meinem Alter überhaupt noch? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Frau, sowieso, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und dann hat sie so ein bisschen gelacht und mich angeschaut. Und sie hatte bei mir ein Paket und ich habe gedacht, so das eigentliche Thema können wir nach 7 Sitzungen anvisieren, ganz behutsam, weil da war was in ihren jungen Jahren passiert, ein großer Unglücksfall, über den sie nie mit jemandem gesprochen hat und der ihr ganzes Leben über die 65, 70 je nachfolgenden Jahre vergiftet hat, förmlich. Und wir hatten nach 3 Sitzungen solche Erfolge, dass sie nach der 6. Sitzung oder in der 6. Sitzung zu mir gesagt hat, Herr Möller, ich konnte mir nie vorstellen, in meinem Leben so zufrieden und glücklich zu sein, wie ich es heute bin. Und das ist mein Wunsch auch, dass ich das für viele Menschen weiter tun kann, weiter tun darf. Und wenn Sie ein Thema haben, in einer Blockade sind, in einer Sackgasse sind und Sie brauchen Unterstützung oder Sie wollen einfach mehr aus Ihrem Leben machen, aus Ihren Beziehungen, im Beruf, in Ihrer Gesundheit oder eben auch was Ihre Persönlichkeit betrifft, dann würde ich mich freuen, wenn das Ganze dann auch für Sie damit endet, dass Sie sagen können, ich habe mir nie vorstellen können, so glücklich zu sein,
wie ich jetzt bin. Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und bis zu meinem nächsten Video oder vielleicht zu einer Sitzung in meiner Praxis oder in einem meiner Volkshochschulkurse. Alles, alles Gute.